So, hi und hallo mal wieder. Und ja, ihr habt richtig gelesen. Und ja, ihr seht richtig. Mal wieder ein Lego City Magazin. Und zwar das Lego City Magazin Nummer 8 für rund 4 Euro. Rund heißt für mich immer, ich runde auf die nächstgrößere Summe. Das Magazin kostet 3,99 Euro, deswegen rund 4 Euro. Und ja, ich mache die Lego City Magazine eigentlich recht selten. Es sei denn, da ist eine Figur drin, die mir gefällt, die ich vielleicht gebrauchen kann. Und hier jetzt auch ein Astronaut mit Roboter. Warum kann ich die gebrauchen? Weil ich natürlich die Rakete habe. Und davor habe ich diese sechs Astronauten stehen. Und sie sind schon richtig cool. Ihr seht es schon, blaulichen, gelb-goldlichen Helm. Die stehen bei mir immer vor die Rakete als Dekozwecke. Mehr nicht. Und jetzt kommt einer dabei. Mit einem Fotoapparat unten. Ah, was sage ich jetzt dazu? Roboter? Naja, Nummer 5 lebt. Oder Wolli. Muss ich mal überlegen. Aber das sind die, die ich davor stehen habe. Und da kommt jetzt einer noch zu mit so einem Helm. Baue ich natürlich gleich zusammen. Und dann schauen wir uns den auch mal richtig an, wie der zusammen ausgebaut aussieht. Und ihr seht schon, mit Tesafilm. So gehört sich das. Ja. Und was gibt es noch in dem Magazin? Weil es gibt ja zwei extra. Noch ein Booster-Tütchen der brandneuen und aktuellen Lego Batman Serie 1. Okay, brandneu nicht mehr. Die gibt es schon etwas länger auf dem Markt. Ist aber die einzige, deswegen brandneu. Wie gesagt, Astronaut mit Roboter bauen wir gleich zusammen. Ein Lego Batman Booster-Tütchen. Wo kriegst du das? In das Lego City Magazin Nummer 8. Und da blättern wir natürlich jetzt erstmal rum. Aber wir kennen die Magazine ja alle. Eine kleine Comic-Einlage, Merchandising, Poster und, und. Aber nichtsdestotrotz schauen wir natürlich jetzt erstmal in die Comic-Beilage an. Dann haben wir hier, wo das alles so stattfindet. Dann natürlich hier die Magazine, also Merchandising. Habe ich natürlich gerade das Video davor gemacht mit die Figur drinne und die limitierte Karte. Merchandising geht weiter. Comic. Es passt alles. Dann haben wir natürlich wieder, ups, Beilage. Ein Poster mit zwei Seiten. Die Seite sieht natürlich cool aus. Ist der Astronaut mit den Roboter. Und hier ist der Astronaut mit dem Helm auf. Dann, ihr seht es, Merchandising, Gewinnspiel. Ja, geht natürlich hier weiter. Rätselspaß, Comicbeilage. Bauanleitung ist nur für den Roboter, wie ihr seht, weil die eigentliche Figur, die wird ruckzuck zusammengestellt, wie man so schön sagt. Dann Comicbeilage. Das mag ich ja so an Lego City Magazin. Da gibt es mehr Comic, wie alles andere. So, und jetzt kommt natürlich auf der letzten Seite, was das nächste Mal drin ist. Und es ist, ja, ein Pizzalieferant. Schnellservice. Motorradfahrer mit einer Pizzaschachtel. Und ein Lego Star Wars Booster. Also, das ist das Lego City Magazin Nummer 9. Nein, das ist nichts für mich. Ich brauche keinen Motorradfahrer, der Pizza ausliefert oder einen Pizzalieferant. Nein, wird es wahrscheinlich bei mir nicht geben. Also tut mir leid. Also nichtsdestotrotz, ich glaube es weniger. Jetzt schlagen wir natürlich die Seite mit die Bauanleitung auf. Die war ja etwas weiter drinne. Für den kleinen Roboter. Wo ist sie denn gewesen? Ah, da. Und dann bauen wir natürlich den Astronauten und den kleinen Roboter zusammen. Ihr wisst ja, das sind so die Tüten, die ich nicht so mag. Aber ich schneide sie immer etwas mehr, fast bis drei Viertel, die Tüten auf, dass ich sie beidseitig mit Tesafilm wieder bekleben kann. Aber das zeige ich euch ja jedes Mal und sage es, weil ich habe es lieber in Originalverpackung. Alles. Ja, es ist diesmal nichts runtergefallen,
Aber ein schöner Helm. Aber jetzt kommen wir natürlich erstmal zu den Astronauten. So sieht er ohne Helm aus. Aha, ein merkwürdiger Druck. Aber ihr seht schon, er passt zu meiner Sammlung. Es passt. Sieht süß aus. Dann natürlich jetzt den Helm aufsetzen. Dann sieht er schon viel krasser aus. Und natürlich, dass er keinen Sonnenbrand im Gesicht kriegt, die goldene Maske. Und damit sieht er schon ganz anders aus. Ich nehme es mal ab, wie der Silber denn hier zum Beispiel. Richtig. Ja. Aber ich muss sagen, hier gefallen mir die Tanks besser. Aber ihr könnt mir natürlich eure Meinung in die Kommentare schreiben. Dann habe ich hier noch einen mit einem blauen. Können wir natürlich auch nochmal vergleichen. Ne, die Tanks gefallen mir wirklich besser. Aber das ist Geschmackssache. Euren Geschmack schreibt ihr mir natürlich in die Kommentare. Aber jetzt kommen wir natürlich zu den Robotern. Das sind die schwarzen. Den blauen Stift in der Mitte. Ja. Ja, da ist er. Drauf, er dreht sich sogar. Zwei Seiten kommen jetzt links und rechts mit den einen Dinger dran. Hätte man auch vor dem dran machen können, dann brauchte man sich nicht mit die Räder kümmern. Dann einmal die blauen Augen. Sieht natürlich schon richtig urig und witzig aus. Wie gesagt, ihr seht es, lässt sich wunderbar drehen. Dann kommen an die Seite die Arme dran. Ups. Das gleich ist eure Aufgabe, wie ihr die Arme stellen wollt. Ihr könnt sie schön verdrehen. So, und dann kommt natürlich der Fotoapparat zusammengebaut. Ist einfach nur einen transparenten Stein drauf. Dann sieht das aus wie eine Linse. Und hier haben wir jetzt, oh, mit so kleine transparent blaue Kristalle drin. Ups! Und die sind mir natürlich runtergefallen. Kommen natürlich bei den Robotern. Seitlich draufstecken. Ihr wisst es dann passt es. Fotoapparat und wie gesagt, Roboter mit Astronaut. Sieht witzig aus. In die Verpackung. Wo findet ihr das Ganze? Natürlich in das Lego City Magazin. Nummer 8 für rund 4 Euro. Dazu gibt es noch einen Booster der Lego Batman Serie. So, und jetzt seid ihr natürlich gefragt. Wie findet ihr das? Was haltet ihr davon? Habt ihr euch das auch schon gegönnt? Weil es gibt ja schon, ich glaube seit einer Woche gibt es das Magazin oder anderthalb Wochen auf dem Markt. Dürfte bald wieder verschwinden. Aber ihr könnt es euch noch kaufen. Das ist ja das Wichtigste. Das war mal wieder ein Infovideo. Und deswegen sage ich wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu.